Leute, ich bin auf dieser unscheinbaren Straße hier unterwegs, und zwar Richtung Walchensee, und habe unterwegs was ganz Tolles gesehen, und da gehe ich jetzt mal eben mit euch hin. So, jetzt bin ich gerade mal an einem ruhigen Plätzchen hier. Das ist übrigens die Obernach. Ich werde im Video die ganze Zeit sagen, das ist die Isar. Ich hoffe, ich denke auch dran, diesen kurzen Block jetzt damit einzufügen. Also Obernach, nicht Isar. Ich habe es die ganze Zeit falsch gesagt. Aber ich wünsche euch viel Spaß beim Video. So, hier seht ihr schon mal schön, worum es geht. Natürlich um ein Gewässer. Es ist die Isar, soweit ich das weiß. Und das Ganze kommt von dort runter, so stufenweise. Und das sah spektakulär aus von der Straße. Und da muss ich jetzt erstmal hin. Also nicht wundern, ich muss hier jetzt so ein bisschen durchs Unterholz stapfen. Da gibt es überall so kleine Gitter, wo hier so Messpunkte sind oder sowas. Und dann kommt man überall an solche Stellen. Schaut euch das an. Diese Mischung von diesem weißen und diesem türkisfarbenen. Klasse, einfach klasse. Hier ist der nächste von den kleinen Stürzen. Naja, was so klein ist halt, ne? Hier will ich nicht weiter runtergehen. Das sieht so aus, als wenn man hingehen könnte. Aber es ist zwischendurch stets Wasser. Deswegen das Ganze nochmal so ein bisschen rangezoomt. Ungefähr noch 300-500 Meter in die Richtung hier, dann müsste der große Fall zu sehen sein, den ich von der Straße gesehen habe. Aber auch so echt super. Das wird wahrscheinlich ein eigenes Kurzvideo, weil es geht halt nur um diese vielen einzelnen Wasserstufen. Und da ich jetzt so viel davon zeige, reicht das für ein kurzes Video zwischendurch. Das packe ich nicht irgendwo mit rein. Versteht ihr bestimmt. So, und das war das gute Stück, was ich von der Straße aus gesehen habe. Ist das nicht faszinierend? Das kommt davon, wenn man Nebenstrecken fährt, Leute. Ich stehe in so einem Wassernebel. Ich hoffe, dass mit der Linse noch okay ist. Aber ich denke mal schon. Ein Träumchen. Und noch einmal aus einer anderen Perspektive. Ich habe schon ganz schlammige und feuchte Füße oder Schuhe, aber da kriege ich nicht genug von. Wenn man hier nicht die ganze Zeit in dieser Gischt stehen würde und es wärmer wäre, könnte man das stundenlang betrachten. Ich zumindest. Hier erkennt man die Farben noch mal so schön, finde ich. Deswegen auch noch mal ein Schwenk von der Seite. Ja, jetzt ist die Neugier natürlich geweckt. Ich gehe mal noch ein bisschen hier durch den Wald
oberhalb von diesem Wasserfall, um zu schauen, ob man da auch noch was erhaschen kann. Ja, hier sieht man jetzt schön, mit welcher Kraft das auch schon hier runtergeschossen kommt. Ich will jetzt nicht weiter hier durch den Wald. Bin noch ein bisschen platt von der vorherigen Wanderung. Aber das hat sich doch definitiv gelohnt. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, dieses echt kurze, knackige Video mit so vielen tollen Eindrücken, wie ich finde. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Markus.